Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen. Jetzt am Samstagabend machen wir doch schon die Verlosung vom 9. und letzten Giveaway. Ich komme gerade vom Trödlermarkt, aber das Wetter ist bescheiden, es ist eiskalt. Es regnet, ihr seht's. Vom sonst Poloshirt in den schönen Rollkragenvlies. Es ist richtig kalt geworden hier oben. Regnet in Strömen, hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Gekauft habe ich auch nichts. Krass, nicht ein schönes Öhrchen gefunden. Nicht ein schönes Taschenmesser, doch ein paar Sachen schon wo, aber preislich, also die Preise fangen auf dem Trödlermarkt um Faktor 3 gestiegen zu den vergangenen Jahren. Also inzwischen kannst du zu dem Preis, was die erstellen, weil es für alte Taschenmesserchen wollen, wo manchmal schon Macken haben oder runtergeschliffen sind, kannst du neue Victorinox Huntsman kaufen, also ne. Darum haben wir jetzt hier die Verlosung, denn hier brauchen wir keine teuren Messer kaufen, hier werden teure Messer verschenkt. Genau. Preise wieder bei dem Sommerferien-Giveaway. Wahnsinn. Richie, total irre. Darum haben wir jetzt hier dieses Bestech Emporer raus. Und schauen mal, wer diesen geilen Titanstachel hier am Ende der Sommerferien bekommt. Ja, cool. Würde ich sagen, quatschen wir nicht lange rum, sondern starten hier mit der Verlosung. Übrigens, es läuft ja parallel dazu im aktuellen Backstage-Vlog, hauen wir so ein TFG-Patch raus. Wer da Bock drauf hat, guckt mal da rein, kommentiert da mal. Da habe ich noch 5 Stück, die auch auf die Reise gehen, mal in den nächsten Vlogs. So, jetzt aber, Freunde, letzter Hammerpreis, Bestech Emporer, ab an Rechner. Boah, ich brauche schon ein bisschen heißen Kaffee, jetzt wieder zum Aufwärmen. Los geht's, Freunde. Wir schauen mal, ob ich noch welche Kommentare freigeben muss. Nein. Giveaway ist beendet. Habe ich schon reinkopiert. 191 Kommentare dürften es dann sein, abzüglich meinem. 215 Aufrufe, 73 Daumen hoch. Passt. Wir machen hier mal Copy und Paste. Lesen alle Kommentare aus. 193 Unique Users. Okay, Trommelwirbel, das Bestech Emporer geht an. Bam, der stumme Kanal. Hammer geil, bin dabei. Der stumme Kanal, mal gucken, ob der wirklich so stumm ist. Nö, geile Sache. Der hat sogar Videos drauf und auch noch passend zum Thema. Ja, wie geil ist das denn? Cool, was haben wir denn hier? Okay, GBS, GBS, kleine EDC-Lampe, Land 910 Plus, Sanremo. Sanremo ganz so. Ja, da würde ich mal sagen, nach den ganzen GBS, Sanremo und Co. kommt jetzt mal bei dir auf dem Kanal demnächst ein Video über einen richtig fetten Titan-Framelock-Klopper aus China. Coole Sache, der stumme Kanal. Haben wir vielleicht eine Kontaktinformation? Jawohl, ah, Christian Kopp. Sehr gut, ich schreibe dir eine Mail. Jawohl, das Ding geht nach Österreich. Na dann, viel Spaß in den Alpen damit. Okidoki, wer noch nicht abonniert hat, lasst dir mal ein Abo da. Passt. Okay, Freunde, zurück ins Studio. Ja, Christian vom Der Stumme Kanal, herzlichen Glückwunsch. Sobald ich deine Postanschrift habe, geht das Bestech auf die Reise nach Österreich, wahrscheinlich von der E-Mail-Adresse her zu urteilen. Ja, Freunde, das war's mit dem Sommerferien-Special Mutanten-Zombie-Alien-Giveaway. 9 fette Preise rausgehauen, aber ich habe noch ein bisschen was in meiner Gruschkiste und ich denke, jetzt hauen wir mal noch so in den nächsten Vlogs immer so wieder ein bisschen. Vielleicht mache ich auch immer mal gleich 2 pro Verlosung oder sowas. Die Patche auf die Reise und danach, ja, hauen wir hier bestimmt wieder mal was auf dem Kanal raus. Also Abo nicht vergessen, Glocke anschalten. Wir haben jetzt schon ein paar geschrieben, dass sie bei den Giveaways nicht immer informiert wurden. Also ja, müsst natürlich Glocke anschalten, damit ihr auch ein E-Mail kriegt, wenn es hier was Neues gibt. Und ihr müsst vielleicht in euren YouTube-Einstellungen die Häkchen machen, dass ihr auch benachrichtigt werden wollt per E-Mail. Das ist auch irgendwo in den Benachrichtigungseinstellungen. Da kann es vielleicht manchmal so sein, dass ihr nicht über jedes Video informiert werdet und vielleicht wieder so ein Giveaway verpasst.
Denn wir hauen hier alles wieder raus, was zurück in den Gierkreislauf kann. Ich habe noch ein cooles russisches Fernglas, das werden wir irgendwann mal rausballern. Und ich habe noch eine fette Tronsmart Soundbox, die werden wir auch irgendwann noch im Herbst auf die Reise schicken. Okay, Freunde, das war's jetzt erstmal. Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit hier für die letzten Giveaways. War eine coole Action, ja. Und dann sage ich, ja, wir sehen uns demnächst wieder hier beim Hübidi mit einem neuen Video. Die Tage, ne? Also, haut rein und ja, zieht schon mal Winterreifen auf, kramt die Schneeketten raus, das Streusalz und poliert schon mal die Schneeschaufel, ne? So wie das hier kalt ist. Momentan geht das nicht mehr lange, bis hier der erste Schnee fällt. Okay, Freunde. Ciao, macht's gut, bye bye.